Ja, wie man sieht, haben wir in Osttirol eine extreme Wettersituation. Seit dem Freitag schneite es, dann wieder ein gewaltiger Regen. Es hat dann gewittert und jetzt schneit es wieder. Und deshalb sieht man schon, dass die Osttirolerinnen und Osttiroler, aber auch andere Bezirke in Nordtirol sehr stark betroffen sind von diesen Schneefällen. Jetzt geht es darum, dass alle zusammenhelfen. Und es ringt mir großen Respekt ab, was die Gemeinden, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit ihrer Einsatzleitung alles erledigen. Wo geschaut wird im Zusammenspiel mit den Blaulichtorganisationen, aber auch mit dem Bundesheer, mit der Polizei, dass den Bürgerinnen und Bürgern geholfen wird. D-Netz ist auch massiv gefordert, weil durch diesen Schneefall auch teilweise die Leitungen brechen. Und die D-Netz, die Leute, die vor Ort sind, bemühen sich, dass dort, wo Stromausfall ist, damit sie diesen Schaden beheben können. Es gibt derzeit leider noch keine Entlastung. Es ist davon auszugehen, dass der Schneefall weitergeht. Aber ich möchte mich sehr herzlich für die Unterstützung bedanken, auch bei der Bezirkshauptfrau Olga Reisner, die im Bezirk alles organisiert. Aber das Wichtigste ist, dass wir bis jetzt keine Personenschäden haben. Man kann alles andere bewältigen. Wenn finanzielle Unterstützung notwendig ist, dann werden wir das geben. Wir haben auch eine Beschlussfassung jetzt am Montag vorgenommen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern und Gemeinden die vollste Unterstützung geben, die finanzielle Unterstützung geben. Und ich glaube, wenn wir zusammenhalten, dann werden wir auch diese Situation bewältigen. Ja, wir sind hier im Südportal Felbertauern. Wie man sieht, hinter mir an der Wetterstation Schnee ohne Ende. Und es hat wieder zu schneien begonnen und es wird leider in Osttirol weiter schneien. Heute Montag und dann vor allem morgen am Dienstag auch. Da erwarten wir doch nochmal einen halben Meter Neuschnee, eventuell sogar etwas mehr. Dann wird sich die Situation langsam beruhigen. Was man aber derzeit sagen kann, ist auch morgen in Osttirol davon auszugehen, dass in weiten Regionen Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr, herrschen wird.